Zur Hölle. So viel kriminelle Energie steckt in dir, Miss Caulfield. Es gibt viel, was du noch nicht weißt. Echt jetzt, dein Ernst? Wie kommen wir daran vorbei, Max? Ich geb noch nicht auf. Lass mal sehen. Wer auch immer Nepp ist, ich hoffe, es macht ihm nichts aus, dass ich in seiner Kneipe bin. Und falls doch, kann ich es... Ich gehe nicht, bis ich ein paar gute Fotos von dem Laden habe. Oh ja. Easy peasy. Bist du dir sicher? Absolut. Warte noch. Los. Und auf geht's in den Schlund der Hölle. Das ist wohl der Moment, in dem es kein Zurück gibt. Kein Zurück ohne Tetanus jedenfalls. Ich hatte im Grundstudium eine Freundin, die von diesem Gebäude besessen war. Ist aber nie eingebrochen. Sie war eindeutig nicht so verrückt wie du. Verrückt ist eben genau mein Ding. Wenn ich ein zerfallenes Gebäude sehe, muss ich es einfach betreten. Was reizt dich so an leeren Häusern? Leute sagen, Orte wie diese seien nutzlos. Aber jeder Ort ist besonders. Das mag ich. Heißt nutzlos nicht wertlos? Würde ich nicht sagen. Aber hallo, auf geht's zur Bar. Kein schlechtes Bild. Oh, lass mich schnell... Stopp! Was? Ich verändere einen Ort nur wirklich ungern. Er soll so aussehen, als hätte man ihn ganz der Natur überlassen. Claro. Hände weg. Und gibt es irgendwas, das ich tun darf? Ein Wodka Martini, bitte. Der einzige Cocktail, den es hier geben wird, ist ein Spinnencocktail. Oh. Also, wonach genau suchen wir? Abgesehen von wahllosem Müll, den wir fotografieren. Meine Fotoreihen haben meist einen Fokus. Etwas, an dem sich die ganze Reihe orientieren kann. Ich erkenne es, wenn ich sehe. Etwas Einsames. Das einsamste Ding, das du findest. Geklabbers.
Oh, besser nicht zu tief einatmen. Der Laden sieht aus, als wäre er zu 90% aus Asbest. Ach. Oh. Hey, meine Schmutzplitzen. Guck dir das mal an. Wie alt ist dieser Laden gleich nochmal? Er stammt, glaube ich, aus den 60ern. Hat aber irgendwann dicht gemacht vor einem Jahrzehnt oder so. Echt? Ein Jahrzehnt? Wohl eher ein Jahrhundert. Je kitschiger etwas ist, desto schneller verfällt es eben. Vielleicht hast du recht. Ich bin ja auch nur Fotografiedozentin. Das weiß ich schon. Ich erzähl Mauses meine Theorie und hör mal, was er als Physiker dazu sagt. Sieht fast aus wie ein Gesicht. Ich würde gern die Künstlerin treffen. Besonders, falls das ein Selbstporträt ist. Zurückspulen funktioniert seit Jahren nicht. Aber Gewohnheiten sind hartnäckig. Mann, ich war nicht mehr bauen. Komm schon, Max. Konzentrier dich auf das Hier und Jetzt. Komischer Typ. Wow. Es ist so viel sauberer hier, als es online aussah. Es gibt Fotos? Ja. Auf der alten Website sind ein paar. Wer wohl die Hostinggebühr dafür bezahlt? Jemand, der Kitsch liebt. Und Staub. Schon eine Ahnung, was dein Fokus sein soll? Noch nicht. Aber ich erkenn's, wenn ich sehe. Wenn ich es einfach ignoriere, springt vielleicht nichts heraus. So ein Mist. Etwas muss... So viel dazu, einen Ort nie zu verändern. Verdammt. Ich wette, das war im richtigen Licht umwerfend. Oh, shit. Das ist es also? Hm? Der Fokus, den du suchst, oder? Das einsamste Etwas oder so. Es strahlt so viel Schönheit aus. Und jetzt sieht das niemand mehr an. Doch nun sind wir hier. Sowas in der Art. Aber der Winkel gefällt mir noch nicht ganz. Dort. Hilfst du mir hochzukommen? Bin dabei, Boss. Das ist es. Das ist mein Foto. Hat Kaugummi ein Ablaufdatum? Ich habe noch nie mehr als 100. Oh. Oh, Doug, nein.
Ist das die Ergreifung der Produktionsmittel? Nein, danke. Nein, danke. Ich brauche meine Knöchel noch. Alles okay? Verdammt! Ja, alles gut. Das war echt knapp. Darum brauchst du eine Assistentin, falls du auf dem Mars landest und dir jemand den Arsch retten muss. Mach dein Foto, ich finde einen neuen Weg für dich. Bewaffnet und bereit finden wir das Foto. Irgendwann habe ich vielleicht auch so viele Schuhe. Gibt's wo steht, dass ein Karussellpferd nicht bowlen kann? Andere? Ja. Bessere? Die kiffenden Gartenzwerge geben dem Laden das gewisse Etwas. Ganz schön scheiße, die einfach so hier rumliegen zu lassen. Das ist der zweitgrößte Affen-DJ, den ich je gesehen habe. Jetzt finde ich ihn ja ganz niedlich, aber als Kind hätte ich davon Albträume gekriegt. Wow. Transportservice? Der Laden hat Klasse. Nicht vergessen, dem Chauffeur ein Trinkgeld zu geben. Hast du dein Foto? Verschwinden wir aus dieser Todesfalle. Komm, ich verhungere. Bei all der Einsamkeit brauche ich ein Sandwich. Hübsch. Sieh's dir an. Es ist perfekt. Oh, zeig mir alle Winkel. Oh mein Gott. Was? Du Scheiße, alles okay? Ich brauche einen Drink. Willst du auch einen? Aber sowas von, Turtle? Turtle. Meine Kräfte halten vielleicht nicht an. Keine Sorge. Wir schon. Bist du tot? Oh, ja. Ich meine, nein, nicht tot. Nur abgelenkt. Mm. Cosmopolitan für Max. Wodka-Shot für Safi. Sehr passend für euch beide. Perfekt. Vielen Dank, Amanda. Hey, du siehst heute echt gut aus. Findest du? Ich habe ein neues Shampoo. Oh. Aber kein Plan, wie ich es finde. Also, was machst du später? Oh.
Falls es einen gerechten und gütigen Gott gibt, schlaf. Heute war ein echt langer Tag. Oh. Dann schlaf gut. Du weißt schon, sie flirtet mit dir? Hä? Amanda, bist du echt so ahnungslos? Oh, schuldig. Flirten ist wie eine Fremdsprache für mich. Du bist so viele Jahre rumgereist, hast jeden Tag neue Leute kennengelernt und du merkst immer noch nicht, wenn jemand auf dich steht? Ich weiß auch nicht. In verlassenen Gebäuden trifft man nicht auf viele Verehrer. Ist es wegen dem blauhaarigen Mädchen auf dem Foto in deiner Brieftasche? Du hast meine Brieftasche durchsucht? Hör auf, abzulenken. Das blauhaarige Mädchen. Was ist das zwischen euch? Also, sie war sowas wie meine Highschool-Liebe. Okay? Eine Highschool-Trennung hat dich die Liebe aufgeben lassen? Es war ein wenig komplizierter als... Können wir jetzt das Thema wechseln? Oh, komm schon. Du sprichst nie über dich. Würde es dich umbringen, ein klitzekleines bisschen preiszugeben? Was ist passiert? Sie ist gestorben. Vor einigen Jahren. Oh. Scheiße. Nein, hey, ist wirklich okay. Es ist schon sehr lange her. Willst du über etwas anderes reden? Ja, bitte. Okay. Amanda. Eindruck? Okay, ja. Ich habe mich super hart in ein heißes Mädchen verknallt. Genau wie halb Lakeport. Amanda ist ein toller Fang. Halb Lakeport hat nicht, was du hast. Eine Safi. Ich kann dich durch die komplizierten Gewässer der Liebe lotsen. Schritt 1. Rede mit ihr. Worüber denn? Worüber reden normale Leute überhaupt? Benzinpreise. Doch wir streben mehr an. Sieh dich um, sie ist für die halbe Deko hier verantwortlich. Finde raus, was ihr gefällt. Ja. Ja. Warum eigentlich nicht? Los geht's. Wow. Zeit, normal zu sein. Ich muss nur ein paar Sachen finden, die Amanda gefallen, und mit ihr darüber reden. Ich schaff das. Verflucht satt. Ah, erst dies. War doch nie im Leben so gedacht. Was geht bei euch ab, Kinders? Ihr seid nicht zufällig über die Weihnachtsferien hier, oder? Hier bleiben oder mich von meinem Vater dreimal die Woche in die Kirche schleppen lassen? Ich bleib hier. Außerdem bleiben viele von Abraxas hier. Wir haben Aufgaben zu erledigen.
Welche Art von Geheimgesellschaft gibt einem Hausaufgaben? Die Art, die für kindische Streiche und Partys berühmt ist. Also, warum treten Leute Abraxas bei? Das klingt doch nur nach Stress. Das Einzige, was schlimmer ist, als Abraxas-Mitglied zu sein, ist es nicht, Mitglied zu sein, wenn du irgendwie anerkannt werden willst. Das war aber nicht immer so. Es ging mal um Aktivismus und die Erstellung von Kunst, die etwas bedeutet. Jetzt geht's hauptsächlich um Kontakte und darum, Präsident Wen Leng anzuhimmeln. Das klingt ja mega kacke. Naja. Viel Glück euch beiden. 10 Mäuse, dass sie um ein Date bittet. Warum redest du mit mir? Rede mit ihr. Okay, okay. Amanda empfiehlt Misery Cult, huh? Damit, wow. Amanda hat eine große Familie. Wie das wohl ist? Ah ja, das eindeutige Zeichen einer Nachtschicht mit 10 Kaffee. Ich bin noch nicht bereit für eine richtige Unterhaltung. Mann, ich will es auf die Tafel mit beiden Ansprüchen schaffen. Ob irgend... viel zu tun? Oh. Julie ist krank, also hatte ich keine einzige Pause. Meine Blase explodiert gleich. Geh pinkeln. Wir können auch später reden. Eine grandiose Idee. Geh nicht weg. Das ist das dritte Glas diese Woche. Reggie! Ich mach das. Geh aufs Klo. Sofort. Du bist meine absolute Rettung. Du hast das gut. Los aus dem Weg, Ersti! Reggie hat Glück, dass ich ihn nicht zum Glas aufhegen zwinge. Achtung, Umfrage. Kennt ihr 2 gute Anmachsprüche? Ordentlich Kalorien in dem Drink. Ich kenne da eine gute Art, sie zu verbrennen. So altmodisch? Oberpeinlich. Aber ein Klassiker. Vielleicht bringt das mich auf die Tafel. Kommt her, meine scharfen kleinen Freunde. Neuer Nebenjob, hm? Hey, Fotografie ist ein toughes Business. Denk das nächste Mal dran. Das Glas gehört auf den Tisch. Sag mir bitte, dass du eine schlechte Anmache für mich hast. Du hattest 3 Wünsche. Ich bin hier. Was sind die anderen 2? Du bist gut. Keine Chance, Max. Schnapp sie dir. Okay, bin unterwegs. Ach, oh, meine Blase sagt Danke. Sag deiner Blase gern geschehen. Oh hey, du wolltest mir vorhin doch was erzählen. Sag mal die Fotos da drüben an der Wand. Ist das deine Familie? Yep. Alle 6 von uns, meine arme Mutter. Ich liebe diese Trottel und ich bin die Älteste. Sie müssen auf mich hören. Also, du bist ein Fan von Misery Cult? Und wie? So cool, dass du die kennst.
Ja, die sind super. Die, Gitarrensolos, die Vocals. Also, kennst du sie doch nicht? Ach, fuck, erwischt. Bitte hasst mich nicht dafür. Weißt du, wie oft ich so tue, als würde ich The Smiths freiwillig hören? Also, erzähl mir von denen. Na komm schon. Misery Cult war die erste Band aus Lakeport, die es geschafft hat. Haben die Musikszene hier revolutioniert. Was bedeutet es geschafft haben in diesem Zusammenhang genau? Naja, sie werden im College-Radio gespielt. Sogar in New Hampshire. Also ja, sie haben es geschafft. Du musst mir verraten, was es mit den Anmachsprüchen auf sich hat. Mein Kumpel und ich waren Headliner für einen Comedy-Abend. Ach du Scheiße, du bist Komikerin? Und warum höre ich das jetzt zum ersten Mal? Ah, sorry. Ich höre ganz still zu. Fahre fort. Die ganze Fahrt zum Auftritt laberte er von den ekligsten Anmachen, die er sich ausdenken kann, um mich zu ärgern. Dummer Pro-Shit. Dann wurde daraus ein Wettbewerb, den ich gewann. Niemand kennt fiesere Anmachen als eine Lesbe aus der Kleinstadt. Und der Wettbewerb wurde zu einer Tafel? Also, lass hören. Was ist dein bester Anmachspruch? Du hattest 3 Wünsche. Naja, ich bin ja jetzt hier. Und? Was sind die anderen 2? Peinlich. Und extrem albern. Perfekt. Du hast gewonnen, Max. Yes! Also, ich dachte mir, dass wir unbedingt mal was zusammen unternehmen sollten. Du kannst mir die örtliche Musikszene zeigen. Oh, absolut. Es gibt da diese Band, Revenge Horse, die ich mir anhören wollte. Hey, allein wegen des Namens bin ich sowas von dabei. Und auf Revenge Horse zu stehen ist viel cooler, als angeblich auf Misery Cult zu stehen. Haha. Also, ich kläre Erwartungen gerne vorher. Also, kein Druck oder so, aber... Ist das ein Date oder treffen wir uns als Freunde? Ich dachte schon, dass es ein Date ist. Du bist so unglaublich süß. Dann also ein Date. Guck dich an, Max. Du machst normalen Kram, fast wie ein gesundes, produktives Mitglied der Gesellschaft. Wie fühlst du dich? Ich habe keinen Plan. Die letzten 10 Minuten sind verschwommen. Aber Amanda ist wirklich cool. Oh. Moses. Hey. Wie war das Shooting? Sind fast draufgegangen. Wir sind nicht fast draufgegangen. Ja, dank meiner Rettung. Ich verdiene einen Orden. Was machen wir jetzt? Der Abend ist noch jung. Wir sollten abhängen. Nur wir 3. Heute gibt's einen Meteoritenschauer. Ich beobachte ihn für meine Forschung. Das könnte echt lustig werden. Kommt vorbei. Alle beide. Das ist perfekt. Wir brauchen nur... Wartet. Sie ist heute ziemlich auf Hochtouren. Tja, so ist sie, wenn sie gute Laune hat. Ein Geschenk von Madame Präsidentin, meiner liebsten Ma. Zumindest bis ihr wieder einfällt, dass ich ihre Kreditkarte habe. Sollen wir? Gib mir die Kurzversion. Was genau sehen wir uns hier an? Ein Haufen kleiner Bruchstücke eines Asteroiden. Aus 11 Millionen Meilen Entfernung.
Was hab ich davon, euch einander vorzustellen? Wow. Also sollten wir uns Sorgen machen, dass dieser Asteroid die Erde trifft? Nicht zu unseren Lebzeiten. Und er würde sicher zerfallen, bevor er die Erde trifft. Na gut, Max. Du hast 24 Stunden, bis die Welt untergeht. Was würdest du tun? Seien wir ehrlich, ich gucke wahrscheinlich, verdammt, die Zombies kommen. Und esse alleine ganze Pizza. Warum Routinen ändern? Sie starb bei dem, was sie liebte. Ganz schön still bei dir, Murph. Hast du nichts zu sagen? Hab nicht zugehört. Aber hey, meine Geräte funktionieren. Warum bin ich nicht in eine Decke eingewickelt wie ein Burrito? Weil du trotz deiner besten Versuche, uns vom Gegenteil zu überzeugen, echt lieb bist. Und Zeit mit uns verbringen wolltest. Oh, ich habe Tassen mitgebracht. Dachte, das ist besser, als die Flasche rumzureichen. Was Besseres gab's nicht? Ich arbeite nicht in diesem Gebäude. Ich kann nichts dafür, dass die Astronomen so einen schlechten Geschmack haben. Auf meiner steht, ich bin die geilste Oma der Welt. Und du, Max? Naja, einer von zweien ist nicht schlecht. Ich habe gute Neuigkeiten. Riesig. Aber ich kann euch noch nichts sagen. Erst sagst du, du hast Neuigkeiten und dann... Ich will nichts mehr verraten, bis alles endgültig feststeht. Mysteriös. Was auch immer wir feiern, das erfordert ganz klar ein Selfie. Oh, lass mich. Ich habe diese Kamera gerade gekauft und will sie endlich ausprobieren. Was sollen wir sagen? Mist. Ich glaube, ich bin unterkühlt. Moses ist unterkühlt. Da passiert was. Ich mach einfach mein Ding. Gute Neuigkeiten, ha? Huh? Ihr und eure Geheimnisse. Wie ihr beide eine Unterhaltung führen könnt, ist mir echt ein Rätsel. Ich bin so krass gespannt auf Safis Neuigkeiten. Vielleicht kann ich sie überzeugen, es auszuspucken. Ich finde es toll, wie leidenschaftlich Moses immer bei der Arbeit ist. Hey Moses, lehn dich entspannt gegen das Teleskop. Hey Moses. Will nicht ein kleiner Teil von dir auch wissen, welche guten Neuigkeiten Safi hat? Okay. Ich habe eine Idee. Aber wenn's einmal losgeht, gibt's kein Zurück. Okay. Gib Safi den hier, wenn du kannst. Du musst sie wahrscheinlich überlisten oder ihn ihr unterjubeln. Als Prank? Nein. Es gibt Regeln. Es ist eher ein Spiel. Wer den Korken bekommt, muss tun, was immer du sagst. In angemessenem Rahmen. Moses, ehrlich jetzt, ich wollte noch nie ein Spiel mehr spielen als das hier. Das sagst du jetzt. Aber Safi hat eine eigene Auffassung von in angemessenem Rahmen. Und du bist ihr nächstes Ziel. Okay. Wünsch mir Glück. Tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Oh, du meinst... Wie mit jemandem zu reden, der auf mich steht? Erstens, wie kannst du es wagen? Und zweitens, ja, ganz genau.
Okay. Wie juble ich den Safi unter? Nur die hochqualitativsten Trinkgefäße für die Astronomieabteilung. Verdammt, Safi hat sich das gute Zeug in der Snapping Turtle geschnappt. Safi isst die, wenn sie nicht weg kann, um zu rauchen. Es wäre total normal, wenn ich ihr eins anbiete. Und gebe ihr stattdessen einen Kronkorken. Jetzt muss ich den nur bei Safi abliefern. Safi. Mhm. Möchtest du ein Bonbon? Es sind noch ein paar da. Oh, warum nicht? Oh, shit. Es ist eine Verschwörung. Komm schon, Max. Gerade du solltest einem Mädchen seine Geheimnisse lassen. Und den heiligen Bund des Kronkorkens missachten? Niemals! Du weißt, dass ich dir das heimzahle. Weniger drohen, mehr enthüllen. Okay. Also, ich habe meine Poesie an Verlage geschickt. Klar? Als Sammlung. Und ich habe ein Angebot bekommen. Echt jetzt? Oh mein Gott, Safi, das ist unglaublich! Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Es ist noch nichts unterschrieben, also wollte ich es für mich behalten, bis ich den Vertrag habe. Verstanden. Ich werde es niemandem verraten. Oh. Oh, shit. Hallo? Hier ist Safi. Ja, hier ist Safia Llewellyn Fayard. Moment. Gleich wieder da. Also, verdammt, die Zombies kommen? Was ist damit? Den guckst du, wenn der Asteroid einschlägt? Ein Film über die Zombie-Apokalypse? Verdammt, die Zombies kommen ist ein Zombie-Apokalypsen-Meisterwerk. Ich habe ihn bestimmt schon 100 Mal gesehen. Also schaust du während der Apokalypse einen Film über die Apokalypse? Genau deswegen ja. Warum sich dem Ende widersetzen, wenn du es annehmen kannst? Verstehe. Sieh mal da. Was ein Schweif. Moses hatte recht. Das ist super. Alles okay? Ja, passt schon, nur schwindelig. Vielleicht der Champagner. Ich glaube, ich hau ab und erhole mich. Ich kann dich fahren, wenn du mir ein paar Minuten gibst. Nein, ist schon okay. Ein bisschen laufen tut mir gut. Aber danke.
Die perfekte Nacht, um zu Fuß nach Hause zu gehen. Ich unterhalte mich morgen mit Safi. Raus, Safi. Was hat dir dieser Schneemann denn getan? Cool. Aber wer hat den Deckel reingedrückt und wer das Foto gemacht? Du schießt, wenn ich... Das ist kein Test. Max! Das Notfunksystem ist jetzt aktiv. Ich war das. Das ist alles meine Schuld. Max! Hey! Hey, hey, alles okay? Etwas stimmt nicht. Safi! Hey! Komm zurück! Ich denke, ich sollte lieber auf Nummer sicher gehen und nach ihr sehen. Scheiße! Safi, halt durch! Oh, Safi, geht's gut? Für einen Moment dachte ich... Safi? Safi? Hey, alles okay? Thank you.
Sag das nicht! Ich werde mich nicht gegen dich entscheiden! Egal, wie du dich entscheidest. Ich weiß, es wird das Richtige sein. Max, es wird Zeit. Komm an der Wand, Safi. Scheiße. Fuck. Ich hätte dich verloren. Schon wieder. Spitzenmäßig. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Du besitzt Kräfte. Du kannst die Zeit zurückdrehen, Max. Das ist absolut irre. Nein, Chloe. Weißt du, was absolut irre ist? Das Zurückdrehen der Zeit hat mir nichts als Probleme beschert. Und mehr Kummer. Highschool-Max wusste, was ich alles All diese Menschen lebten weiter. Doch du bist gestorben. Wegen mir. Ist mir egal, dass es langweilig ist. Da würde ich mich absolut zur Ruhe setzen. Die Bassistin der Band Agnostic Femmes named Faith. Ihr Name war Chloe. Ich dachte, das sei ein Zeichen. Milagros Midwest. Ein Mexikaner in Iowa. Wenn ich deinen Tod rückgängig mache... Scheiße! Meine Bude ist ein Desaster! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Ich bin ein Desaster! Ich kann Amanda das Chaos unten nicht sehen lassen. Ich ziehe besser auch den Schlafanzug aus. Unvorstellbar, wie hart ihr... Ich habe darüber nachgedacht, die zu backen, aber dann hätte ich einkaufen müssen. Und dafür hätte ich das Haus verlassen müssen. Einer der vorherigen Residenzkünstler war wohl auch ein Fan von Nap. Oder konnte Nap nicht ausstehen? Ich glaube nicht, dass Amanda ein zweilagiges Monument meiner Trauer sehen muss. Amanda findet es bestimmt toll, einen abgetrennten Kopf in einem Eimer zu finden. Aber darauf sollte ich nicht zählen.
Ist mehr als nur ein paar Tage her, dass ich die benutzt habe. Mir ist gerade nicht danach, Fotos zu schießen. Moses liebt den. Ich habe ihm versprochen, ihn anzusehen. Für den anspruchsvollen Fan von Blut und Gewalt. Der Legende nach ist Samson hier älter als Hellerton selbst. Ein Hellerton-Künstler von früher hat das gemacht. Holz zu verarbeiten ist gnadenlos. Man muss mit seinen Fehlern leben. Sophie. Trauerabendessen. Aber mit Stücken. Ich schwöre, die Pfanne spüle ich noch irgendwann. Danke, scharfe Soße. Du bist das Einzige, das mich in den letzten Tagen aufbauen konnte. Die Trophäe wurde bei einem meiner Umzüge beschädigt. Dich zu reparieren sah im YouTube-Tutorial von Shutterbutt 420 vielleicht. Jedes Mal, wenn ich ein Seminar gebe, denkt irgendein Student, es sei keine echte Fotografie, wenn's digital ist. Nach dem, was in den letzten Tagen passiert ist, musste ich Jasmins Brief... Jetzt muss ich unten aufräumen. Noch kein Zeichen von Amanda. Ich habe noch Zeit. Kann man an einem Ort gut manchmal, wenn ich die Augen schließe, sehe ich sie immer noch auf dem Boden liegen. Ich will nicht wirklich mit Amanda in traumatischen Erinnerungen schwelgen. Das packe ich besser weg. Oh, die räume ich besser auch weg. Ich sollte die lieber auch wegräumen, bevor Amanda hier ist. Amanda ist an der Tür. Hoffentlich ist sie nicht sauer, dass ich ihre Anrufe ignoriert habe. Hey Max, da bin ich. Weiß nicht, ob die Klingel funktioniert. Hey Amanda. Willkommen in der Hölle. Oh, Süßer. Machst du eine dramatische Goth-Nummer draus? Ganz oder gar nicht, sag ich immer. Sie ist wirklich fort, Amanda. Safi war hier, vor 2 Tagen. Und jetzt? Ich weiß, Max. Ich weiß. Warum würde denn irgendwer so etwas... Ich meine, sie war bloß... Gott, wie peinlich.
verliere vor dir völlig die Fassung. Tut mir leid. Wag es ja nicht. Ich befehle dir hiermit, dich selbst gut zu behandeln. Ich muss aber zugeben, dass es schön ist, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ein freundliches Gesicht? Mit Essen! Grüner Salat und selbstgebackene Focaccia. Verdammt, alles klar. Alter Halloween-Süßkram und Pop-Tarts hätten's auch getan. Aber ganz ehrlich, im Moment habe ich nicht wirklich den größten Appetit. Wirklich? Essen macht mich immer glücklich. Ganz egal, wie es mir geht. Eine Pizza mit Käserand hat mir bisher immer geholfen. Warte nur, bis ich mich besser fühle. Dann zeige ich dir, was mein Mund kann. Wow, Max. Hey, das war gar nicht so gemeint. Du hast die schmutzigen Gedanken, ich bin unschuldig. Oh, ich bin also schuld, na klar. Ich werde nichts mehr sagen, bis mein Anwalt hier ist. Du musst was essen, Max. Nur ein paar Kleinigkeiten, die dich zur Normalität zurückbringen, das brauchst du. Wow. So eine habe ich ja ewig nicht gesehen. Ich hätte gedacht, Instant-Kameras sind ein Tabu für Profis. Ich mag sie. Hab ich schon immer. Sie sind so greifbar. Durch den Sucher zu gucken und dann das Foto in der Hand zu halten, ist irgendwie echter. Eine weitere Art, dich normal zu fühlen? Mach ein Bild von deiner Freundin Amanda. Freundin? Ich weiß. Du wolltest mit mir ausgehen. Aber ehrlich gesagt, bei dir ist gerade viel los. So emotional. Naja, hast schon recht. Du weißt schon, dass ich dich irre cool finde. Selbst wenn Romantik gerade nicht in dein Leben passt. Wie steht's jetzt mit dem Foto? Das höre ich doch gerne. Ich kann nicht glauben, dass ich das für sie tue. Wie soll ich für Caledons berühmte Residenzkünstlerin posieren? Zeig mir deine alberne Seite. Sehr gut. Wie wär's mit noch einem? Mit einer anderen Pose. Okay. Warum nicht? Oh. Oh, shit. Sorry, das ist Safis Mom. Gib mir eine Sekunde. Hi, Jasmine.
Maxine. Es tut mir alles so unendlich leid. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Haben Sie schon einmal so einen Verlust erlitten? Nichts, was damit vergleichbar wäre. Nein. Inshallah werden Sie das auch nie. Ich möchte mich gern persönlich mit Ihnen unterhalten. Wenn möglich. Übers Telefon fühlt es sich so. Natürlich. Ich kann heute vorbeikommen. Ich bin den ganzen Tag im Büro. Sagen Sie Vin Bescheid, wann Sie vorbeikommen wollen. Alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Ich muss zum Campus gehen und mit ihr reden. Ich kann dir nicht genug für deinen Besuch danken, Amanda. Gern geschehen. Diese kleine Sache hat deine Stimmung verbessert. Abgesehen von mir. Komm schon. Ich begleite dich. Jasmins Büro ist im alten Verwaltungsgebäude. Tja, hoffentlich haben diese Scherzbolde die Turtle verschont. Sehen wir uns später? Du weißt, wo du mich findest. Ich geh lieber zum Verwaltungsgebäude. Jasmin wartet auf mich. Verdammt! Leck mich doch. Ich frag mich, warum Reggie so angepisst ist. Wenn du willst, behalt's ruhig. Du warst letzte Woche nicht beim Seminar. Ich versuche meist nicht persönlich zu nehmen. Du kennst meine letzten Fotos. Alles nur Schrott. Sie waren roh, aber auch sehr ehrlich. Du bist sehr begabt. Ob es dir passt oder nicht. Meinst du? Shit. Ich war noch nie ein Naturtalent. Sag mal, was hat's damit auf sich? Das ist eine Abraxas-Rätselbox. Im Inneren ist was versteckt, für jene, die sie aufkriegen. Du bist doch Mitglied. Was soll der ganze obskure Quatsch? Sorry. Abraxas-Geheimnis. Ich kann nur sagen, eine wichtige Tugend wird dabei geprüft. Ein Auge fürs Detail. Was auch immer das heißt. Willst du das probieren? Ein Auge fürs Detail, wie? Ein Auge fürs Detail, wie?
das soll die Statue da drüben sein, oder? Die Statue des Gründers? Ja, glaub schon. Wo ist sein anderer Vogel? Da sollten zwei sein. Hä? Oh, das ist mir nicht mal aufgefallen. Ein Auge fürs Detail, wie? Vielleicht soll das Thomas Caledons fehlende Krähe sein. Ist das Wachs drumherum? Hey, hast du ein Feuerzeug? Ja. Warum? Was hast du vor? Pass auf. Oh, shit. Ein Auge fürs Detail, wie? Und? Eine zweite Prüfung. Natürlich. Oh, nein, nein. Das ist jetzt dein Problem. Ganz sicher? Ja. Bloß weg damit. Und kommst du irgendwie klar? Ich? Kein Plan. Ich kannte Safi nicht wirklich. Ich sollte deswegen nicht so betroffen sein. Ich spüre ein Aber kommen. Naja. Ich bin irgendwie trotzdem betroffen. Jeder auf dem Campus ist es. Okay, bis später, Reggie. Ich muss noch mit Jasmine reden. Das kann ich nicht ewig heraus... Ah, erst dies. Einer der vorigen... Reggie hat ein paar Ecken und Kanten, aber er ist ein guter Junge. Erinnert mich an einige alte Freunde. Jasmin klang wirklich, als hätte sie Redebedarf. Seit Safis Mord steht der ganze Campus still. Das hat alle berührt. Das Problem ist, Thomas, zu sinnieren, was sein... Einem einfach... Es ist Loretta... irgendwas. Hab sie in meinen Seminaren... Mehr Wachleute. Soll ich mich jetzt sicherer fühlen? Ich gehe gleich zur Verwaltung, um mich mit Jasmin zu treffen. Wirklich trauen? Das kannst du nicht wissen. Loretta muss das hier gelassen haben, um den Upload zu beenden. Verdammt! Sie hat echt viele Fans. Danke für... Wenn ich in eine Bowlingbahn einbrechen kann, kommen diese Witzbolde sicher an einer Wohnheimtür vorbei. Hey, ein Americano? Kein Problem. Ich wünschte, du wärst nie... Push me to the floorboard, show me how to breathe. The fiber in the dust, give me a new lease.
Sein? Wegen dem Mord? Wow, wer sagte was von Mord? Ich weiß nur, jemand sei tot. Mögen wir eines Tages alle so glücklich sein wie ein heranwachsendes Gott. Alles klar. Ich bin eindeutig nicht die einzige Künstlerin auf dem Campus, der Amanda im Kopf herumschwirrt. Okay, Jasmins Büro ist am Ende des Gangs. Danke für... Wow, ist das ein Uni-Magazin oder ein Fan-Magazin für Lucas Colmenero? Weißt du, Gretchen, es ist okay, traurig zu sein. Der Frau selbst bin ich nie begegnet, aber ihre Büste ist wie eine alte Bekannte. Kamine sind super, aber nicht so super wie moderne Heizungen. Ich frag ungern, aber gibt's was zum... Nichts versprüht mehr Einsamkeit als ein Stuhl, der für zwei gedacht ist. Selbstveröffentlichung, bevor es in war? Wer bist du, Maya Okada? Heute sind wohl alle zu literarisch für Jugendromane. Feiglinge. Howdy, Vin. Howdy? Lass mich raten. Sie hat dir eine Nachricht geschrieben. Ich sag ihr immer, dass alle Kommunikation über mich läuft, aber manchmal tut sie, was sie will. Wie kann sie es wagen, ihr Handy ohne deine Erlaubnis zu benutzen? Machst du dich etwa lustig? Kahuna hat einen vollen Kalender wie ein TikTok-Influencer. Sorry. Kahuna? Das ist ja fast schon niedlich. Hör mal. Das mit Safi tut mir wirklich leid. Danke. Mir auch. Wir hatten so unsere Probleme, aber... Sie war ein toller Mensch und wir werden sie vermissen. Probleme? Worüber würdet ihr beide euch denn streiten? Ich bin ständig zwischen Safi und ihrer Mutter geraten. Kein Wunder, dass sie mich gehasst hat, oder? Zum Glück bist du da. Hier geht's... Naja, das kannst du dir ja vorstellen. Naja, was soll ich da schon machen? Wie bitte? Sie ist von dir besessen. Ich bin ehrlich gesagt etwas eifersüchtig. Denn ich bin der Einzige, der bevorzugt werden soll. Warum überrascht mich das nicht? Sie ist gerade mit jemandem beschäftigt. Es dauert also etwas. Oder falls du Beschäftigung brauchst. Im Postraum ist ein Paket für mich.
Du kannst es gerne abholen. Kennt deine Wohltätigkeit denn keine Grenzen? Scheiße! Das kann doch nicht wahr sein! Klingt, als bräuchte noch jemand meine Hilfe. Viel Glück. Bis später. Ich kann mir nicht vorstellen, was ich tun könnte, damit es dir wieder besser geht, Jasmin. Aber gib mir voll die teure Autohaus-Atmosphäre. Krass, selbst auf Jasmin zu warten, ist ein luxuriöses Erlebnis. Sind die alle von derzeitigen oder ehemaligen Dozenten? Jetzt komme ich mir faul vor. Gwen? Alles okay? Max, ich, also, ich umarme Leute gerne. Du auch? Im Umarmen bin ich Weltmeisterin, musst du wissen. Los, komm her. Wow, ich wusste gar nicht, wie sehr ich das brauchte. Ich konnte nicht einfach nur rumstehen. Sahst aus, als wärst du in einer anderen Welt unterwegs. Tja, genau so fühle ich mich gerade. Brauchst du irgendwas oder kann ich was für dich tun? Eigentlich dachte ich, ich könnte dir helfen. Klang, als könntest du Hilfe gebrauchen. Oh, stimmt. Ich kam her, um ein Buch auszuleihen. Aber sieh an, jemand hat es weggeschlossen. Oh, hey, du bist die Königin der Einbrecher, richtig? Glaubst du, du kriegst das Schloss auf? So sieht die ganze Welt mich also? Als Einbrecherin? Ein schlechter Ruf ist keine Schande. Boom. Ein Hoch auf den schlechten Ruf. Dieses Buch ist vielleicht weggeschlossen. Aber wie es aussieht, kann ich Gwen ein anderes aus der Bibliothek. Teure Vitrine, billiges Schloss. Sieht man gerne. Dafür brauche ich nur irgendein dünnes und gebogenes Objekt. Glaubst du, das schaffst du? Dr. Gwen Hunter. Sie war lange Zeit Safis Mentorin. Keine Sorge, wir kriegen die Vitrine schon auf. Der Stift hat die richtige Dicke für Gwens Schloss. Aber er müsste gebogen sein. Kamine sind super, aber nicht so super wie moderne Heizungen. Heute sind wohl alle zu literarisch für Jugendromane. Feiglinge. Die ist zu dick für das Schloss in der Bibliothek. Ist es seltsam, dass ich das mit einem Blick weiß?
Jasmin hat die Ausgabe mit sich selbst auf dem Cover in ihrem Wartezimmer. Richtig cool. Wind führt immer was im Schilde. Ich muss ihn im Auge behalten. Schön stillhalten, das könnt jetzt ein wenig kneifen. Scheiße! Du hast's geschafft! Du bist meine Rettung! Das hätte ich vermutlich selbst hinkriegen sollen. Aber hey, was will man machen? Wir sind gerade alle durcheinander. Ich hoffe, das war die Mühe wert. Was für ein Buch ist es? Ein alter Kriminalroman. Das Debüt des Autors. Das kommt etwas unerwartet, ich weiß. Hat Safi dir je von dem Buch erzählt, an dem sie saß? Eigentlich meinte sie, sie hat ein fertiges Buch. Und dass sie sogar ein Angebot von einem Verlag hat. Warum? Im Ernst? Gut für sie, sie muss irre stolz gewesen sein. Danke nochmal für deine Hilfe. Und lass von dir hören, ja? Meine Tür steht dir immer offen. Danke. Gleichfalls. Max. Moses, ich... Jasmin wartet auf dich. Geht es dir gut? Ich war... Hat das Zeit? Ich bin... total durch. Ich brauche... einen Moment. Ja, na klar. Triff mich im BK-Café. Hol dir einen Kakao. Und ich komme so schnell ich kann. Kann ich machen. Sie sollen ihren verdammten Job erledigen! Sie haben auch Kinder, Chief Banks, sicher? Natürlich. Ja. Bitte, alles, was Sie herausfinden. Ja. Wiederhören. Das war der Lakeport-Polizeichef. Übermütig und unterqualifiziert. Klingt nicht so, als wäre die Polizei eine große Hilfe. Tja, das überrascht mich jetzt nicht. Tja, leider sind sie momentan meine einzige Option. Darf ich Sie was fragen? Seien Sie ehrlich. Safi und ich standen uns nicht sehr nah. Manchmal war es... kompliziert. Hat sie Ihnen das erzählt? Ich weiß nicht, ob sie das jemals so ausgedrückt hat, aber ich habe den Eindruck bekommen, dass es nicht immer einfach war. War es so offensichtlich? Schade.
Es tut mir leid, dass Sie diese Seite unserer Beziehung erlebt haben. Also, was wollen Sie wissen? Trotz allem, was Sie bisher entdeckt haben, hat die Polizei Selbstmord als Todesursache noch nicht ausgeschlossen. Maxine, Sie und Safi waren Freunde. Sie vertraute Ihnen und sprach offen mit Ihnen. Lässt sie irgendwas vermuten, dass sie sich das Leben genommen hat? Safi hätte sich nie im Leben etwas angetan. Und erst recht nicht anderen. Das ist nicht ihre Art. Genau das denke ich auch. Doch manchmal können die Menschen, die uns am nächsten stehen, ihren Schmerz gut verbergen. Bei unserem letzten Treffen ging es ihr gut. Sie war voller Freude über die Zukunft. Dann werde ich sie so in Erinnerung behalten. Glücklich und hoffnungsvoll. Es tut mir leid. Ich wünschte, ich hätte mehr tun können. Es ist okay, Maxine. Danke. Oh, bevor Sie gehen. Wir brauchen ein Bild von Safia für die Gedenkfeier. Würden Sie uns Ihren Favoriten zukommen lassen? Sicher. Ich soll ein einziges Foto auswählen, das Safi gerecht wird. Wie soll das gehen? Safi hat faule Sonntag. Wenn sie sprach, wollte man ihr einfach unbedingt zuhören. Safi hat so viel Herz in alles gesteckt, was sie getan hat. Ihre Leidenschaft sollte weiterleben. Tja, ich habe mein Bestes gegeben. Ich sollte jetzt zu Moses. Jasmine verfolgt die Ermittlungen wirklich sehr genau. Schade, dass sie nichts rausgefunden haben. Jasmine durfte Safis erste Entwürfe lesen? Das ist ein seltenes Privileg. Mann, Jasmine! Und ich habe gerade so das Abi geschafft. Von dem, was ich über Campus gehört habe, muss das vom Beginn der... Ich sollte mit Moses reden. Er wartet im BK-Gebäude auf mich. Wind führt immer was im Schilde. Ich muss ihn im Auge behalten. Ich frage mich, ob Moses seinen heißen Kakao schon bekommen hat. Ich sagte doch, nicht auf diesem Handy. Und nur Nachrichten, keine Anrufe. Das klingt ja interessant. Das weiß die Polizei doch bestimmt schon. Und selbst wenn... Das verstehe ich ja. Aber haben Sie irgendwas gefunden? Spannender Anruf. Loretta! Mann! Du hast mich voll erschreckt! Brauchst du irgendwas? Brauchen? Nö, ich war bloß an Dr. Hunters Anruf interessiert. Da bin ich wohl nicht die Einzige. Wow. Voll ertappt. Ich schwöre, ich konnte das mal besser. Wirklich? Klingt nach einer guten Geschichte.
Sie haben anscheinend frei, vielleicht können Sie mir helfen. Von einem Schnüffler zum anderen. Ich bin kein... Warte kurz, ich suche mir eine ruhige Ecke. Was kann ich für dich tun? Wie wär's mit einem kurzen Zitat für meinen Podcast? Ich schätze, das ist okay. Was brauchst du? Als Kontext. Sie kannten Safi Llewellyn Fayard? Oh. Ja, wir sind... Wir waren Freunde. Ist es wahr, dass sie Unimittel für persönliche Zwecke benutzt hat und ihre Mutter weggesehen hat? Ich helfe dir nicht, Safis Namen zu beschmutzen. Ich könnte auch einfach zu Dr. Hunter gehen und sie befragen. Wir haben uns sicher viel zu sagen. Mir war echt nicht bewusst, dass Safi die Stellung ihrer Mutter ausgenutzt haben soll. Nicht mit Absicht, ganz sicher nicht. Versehentlicher Nepotismus. Kapiert. War jemand sauer deswegen? Safi ist bei einigen Leuten angeeckt. Woher soll ich das wissen? Rede mit jemandem, der seit mehr als ein paar Monaten hier ist. Irgendwelche Vorschläge? Namen? Ich vermute, Vin Lang weiß mehr, als er preisgibt. Interessant. Danke. Das reicht wohl, glaube ich. Ciao, Miss Caulfield. Ja, du mich auch. Verdammt, das hat sie gerade abgeschlossen. Wenn ich nur... Nein, selbst wenn ich zurückspulen könnte. Das habe ich hinter mir. Sie ist wunderschön. Natürlich. Auf dem Campus passiert nichts ohne irgendeinen Kommentar von Abraxas. Moses wirkte vorhin echt aufgewühlt. Kein Plan, wo ich anfangen soll. Hey. Tut mir leid, dass ich nicht geantwortet oder angerufen habe. Ist nicht okay. Ich versteh's. Wirklich. Mir tut's auch leid. Du brauchtest sicher Freiraum. Hör mal. Die letzten paar Tage waren die Hölle. Aber wir sind beide noch hier. Und wir werden das überstehen. Ich gehe es immer wieder durch. Hätten wir was tun können?
dort früher ankommen oder anrufen, als sie nicht kam? Warum ist keiner von uns mitgegangen? Warum haben wir sie allein gehen lassen, Max? Nein. Hör bitte auf, dich zu quälen. Wir können nichts daran ändern. Was, wenn ich es nicht kann, Max? Keiner kann es. Niemand von uns. Nicht allein. Doch das nächste Mal, wenn du mich brauchst, werde ich da sein. Versprochen. Safis Abwesenheit heute schmerzt uns alle. Tatsächlich geht es in meinem Bestseller um genau diesen Moment. Safi hasste mein Buch ironischerweise, aber die Zahlen lügen nicht. Und wer für seine Worte in Erinnerung bleibt, ist quasi unsterblich. Trauer ist flüchtig. Doch Worte kennen keinen Tod. Sie überdauern. Heute ehren wir Safi Llewellyn und gedenken ihrer einmaligen Stimme. Daher findet der Unterricht auf dem Hof statt. Ist das Lucas? Romanaro? Literaturfakultät? Was für ein aufgeblasener Arsch. Safi hat ihn gehasst. Denkwürdiger Kurs, den ihr mit ihr hattet. Oder eure Gedanken zu dieser Tragödie. Was ihr fühlt, ist ganz natürlich. Ich gebe einen Scheiß drauf, was Lucas tut. Das solltest du auch. Es nervt mich, ihn da oben zu sehen, wie er sich in der Trauer sonnt. Safi hat nie ihr Publikum gefunden. Wie so viele von uns. Es liegt an uns, ihr Feuer zu nähren. Sag mir, dass das nichts bringt, oder ich stopfe ihm das Maul. Nein, aber ich würde den Versuch nicht vorwerfen. Wir reden später. Ich zieh mir das nicht rein. Lucas regt mich auf. Ich sollte... I do not trust you, don't trust myself, but someone was listening when I... Can't tell the difference on a...
But deep down I know I take the terror, then go in alone.